geht, was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Kickbase Kader Checks, wo ich zwei Mannschaften durchgehe, so ein bisschen auf Spielsystem eingehe, über potenzielle Wintertransfers rede und so weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Heute geht es um Leverkusen und den ersten FC Köln. Abfahrt! Yes, Sir. Und wir starten mit der zweiten Mannschaft, dem ersten FC Köln, heute mit rein. Und erstmal zur generellen Situation. Köln steht auf Tabellenplatz 17 mit 28 Gegentoren, was ein absoluter Spitzenwert ist in der Bundesliga, aber lediglich 10 geschossenen Toren. Und das ist auch direkt das Problem, wo wir später auch so ein bisschen beim Spielsystem drüber reden werden. By the way, sorry für das Mikrofon gestern, dass das so derbe übersteuert hat. Ich habe viel zu nah dran gesessen, war mein Fehler. Sorry an alle Headphone-User an der Stelle. Klare Geschichte bei Köln ist einfach die Defensive super. Da müssen wir nicht drüber reden. Vor allem das Konstrukt aus Hübers, Chabot und Martell, den man auf jeden Fall auch mit reinziehen muss. Die machen es wirklich klasse. Auch Marvin Schwäbe ist so ein bisschen underrated. Einer der stärkeren Torhüter in der diesjährigen Bundesliga-Saison. Der ist sehr, sehr konstant, was seine Leistungen angeht. Das stimmt eigentlich alles. Und dann ist einfach nur die Frage, wie bekommt man diese Kompaktheit, fast schon, also definitiv Spitzenqualität in der Abwehr, auch so ein bisschen ins offensive Spielsystem. Wie kann man dort bessere Ansätze finden? Und da werden wir gleich ein bisschen im Spielsystem drauf eingehen. Zur Kickbase-Saison schauen wir uns das Ganze auch gerne gemeinsam an. Köln steht bei den Gesamtpunkten mittlerweile bei Tabellenplatz 16. Also quasi die drittschlechteste Mannschaft, nur gefolgt von Mainz 05 und von Union Berlin. Und das sieht man, dass sie ab und zu natürlich defensiv gute Leistungen zeigen, aber dass einfach der offensive Output fehlt, um auch in Kickbase eine wirklich große Relevanz zu haben. Denn meistens sind es nicht unbedingt nur die zu 0 Boni, sondern vor allem auch, wenn eine Mannschaft viele Tore schießt, sieht man auch an Darmstadt, dass sie über ihnen stehen, obwohl sie die schlechteste Defensive der Liga stellen. Letzten Endes für große Kickbase-Relevanz sorgen zu können. Bezüglich des Afrika-Cups oder des Asia-Cups fehlen keine nennenswerten Spieler. Der 1. FC Köln kann also in der Saison-Startphase aus allen Vollen schöpfen. So, schauen wir uns das Ganze natürlich wie immer hier auf dem Taktikbrett an. Und erstmal zum Spielsystem generell. Köln hat eigentlich das komplette Jahr im 4-2-3-1 gespielt, mit groben Varianten. Es gab auch ein, zweimal eine Dreierkette, die dann wieder schnell revidiert wurde. Grundsätzlich war es immer dieses klassische 4-2-3-1. Offensiv ist dann hat die meiste Rotation stattgefunden. Das liegt zum einen daran, dass man eben keine Tore geschossen hat und da einfach so ein bisschen Lösungsmöglichkeiten gefunden hat oder versucht zu finden. Einer, der mir da sehr gut gefallen hat, ist Thielmann, der vor allem gegen den Ball wirklich eine tolle Arbeit leistet. Aber auch hier wieder, es fehlt einfach der Scoring-Output, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass man da die finale Lösung gefunden hat. Kommen wir erstmal zu den Transfers, die ich vorschlagen würde. Eine Sache ist relativ offensichtlich. Ein Problem ist natürlich, sie haben die Transfersperre. Ich bin mir gerade gar nicht ganz so bewusst. Schreibt es mir am besten nicht in die Kommentare, sonst gibt es 1000 Kommentare. Ja, es ist so und so. Ich lese einfach danach nochmal kurz rein. Ich meine, Köln darf in dem Winter nochmal verpflichten. Wenn dies nicht so ist, ich schlage sowieso nur einen einzigen Transfer vor, weil ich der Meinung bin, dass der Kader eigentlich super aufgestellt ist für das, was ich von ihm erwarte oder was ich sehen möchte. Und dass es wirklich einzig und allein am Trainer und im Spielsystem liegt, um eben mehr aus diesem finalen Kader der Kölner rausnehmen zu können. Und den besagten einen Transfer, den ich vorschlage, ist ganz klar die Stürmerposition. Man ist meiner Ansicht nach überall gut besetzt. Wir werden da auch gleich so ein bisschen drüber reden. Davy Selke, ihr seht ihn hier im Hintergrund. Wenn ihr wissen wollt, warum ich einen Pappaufsteller von Davy Selke habe, fragt gerne mal Paul in dem nächsten Insta-Sticker für den Podcast. Für mich muss hier einfach ein Stürmer hin. So ein bisschen das, was damals Anthony Modest war. Jemand, der auch wirklich Scoring-Gefahr liefert. Jemand, der eine absolut geile Boxpräsenz hat. Und jemand, der noch einen Tacken stärker in der Luft ist als Davy Selke. Ich brauchte einfach einen absoluten Zielspieler für das, was ich letzten Endes von meinem Neuner erwarte. Der muss gar nicht der technisch versierteste sein oder was weiß ich. Der muss einfach nur in der Box die Dinger wegmachen. Und dann kommen wir auch direkt zum Spielsystem. Also ich habe hier mal noch so ein bisschen Spieler aufgeschrieben, die für mich große Relevanz haben können. Da werden wir aber gleich drüber reden. Eine Personalie, die unter Baumgart natürlich erste Bundesliga-Saison auch nicht den leichtesten Start hatte, aber für mich auch deutlich zu wenig berücksichtigt wurde, ist Paquerada. Der wird auch unter dem neuen Trainer meiner Ansicht nach eine große Rolle einnehmen, kostet den Kickbase auch nur 1,8 Millionen.
Ich weiß, ich habe ihn schon vor der Saison gehypt, aber er ist für mich auch einfach ein super Spieler. Wenn man ihn nicht zu doll mit defensiven Aufgaben belastet, sondern ihm so ein bisschen den offensiven Freiraum gibt. Und genau das will ich machen, denn Köln hat jetzt schon öfter gezeigt in der Saison, dass sie auch die Mittel haben, mit einem ja, vergleichsweise schlechteren Kader als die Spitzenmannschaften dem Gegner wirklich das eigene Spiel aufdrücken zu können. Und ich glaube, dass man dann das Beste aus Paccarade rausholen kann. Und bitte, ich will hier nie wieder einen Dominik Heinz sehen. Also das ist echt Katastrophe. Finkräve hat es nicht verkehrt gemacht, aber Finkräve liefert mir einfach eher die Arbeit gegen den Ball. Ich will lieber einen Spieler haben. Es hängt ja in der Offensive. Ich brauche kreative Spieler, ich will Paccarade drin haben. Und ich habe mir das Ganze in der Offensive folgendermaßen vorgestellt. Wir lassen jetzt mal Davy Selke drin, weil ich wie gesagt nicht sicher bin, ob sie jemanden verpflichten dürfen oder nicht. Das Spielsystem war an sich immer ganz gut. Du hattest immer so ein bisschen diesen Dreierblock hinten drin. Ljubicic war dann auch so ein bisschen offensiver. Du hast diesen Dreierblock, der das im Verbund super gelöst hat. Das Problem war, dadurch, dass man hier mit Dominik Heinz gespielt hat und hier teilweise mit Kilian, also wirklich eine Flat Four aus Innenverteidigern, hattest du 0,0 Kreativität über die Außenverteidigerposition. Und das muss sich in meiner Kickbase, oder nicht in meiner Kickbase, in meiner Taktikwelt ändern. Und zwar stelle ich mir das Ganze folgendermaßen vor. Ich glaube, dass du im offensiven Aufbau eigentlich eine ganz gute, so eine Art variable Dreierkette aus den drei Spielern spielen kannst. Das ist ja auch teilweise genau der Fall gewesen. Ich würde Martell noch ein bisschen mehr mit defensiven Aufgaben belasten und könnte dafür meine Außenverteidiger deutlich weiter nach oben schieben. Und am Ende hätte ich dann eine Art, ganz grob gesagt, so eine Art Spielsystem hier. Mit Ljubicic noch ein bisschen versetzter, Uth schon ein bisschen weiter vorne. Warum ich das haben will? Ich will Flanken haben, Freunde. Köln war die letzten Jahre eine der Mannschaften, die am meisten geflankt hat. Und das hat unfassbar gut funktioniert. Deswegen würde ich da auch tatsächlich in manchen Situationen in Benno Schmitz einem Carstensen vorziehen. Denn Carstensen ist eher für mich jemand, der die 1 gegen 1 Duelle sucht, über Tempo und Dynamik kommt. Und Schmitz ist jemand, Alter, ich will hier Flanken-Volume sein Urgroßvater haben. Da werden nur Bälle in die Box geschlagen. Ob von Kainz, ob von Schmitz, Thiemann dann eher jemand, der sich hier im Halbraum bewegt. Der passt eigentlich gar nicht ins Spielsystem, aber keine Ahnung. Also eigentlich würde ich hier sogar lieber einen Waldschmidt haben. Das macht dann einfach, du brauchst auch Tempo. Man braucht ja auch die Umschaltsituation. Das hier wäre jetzt ja quasi ein Spielsystem, was man mit dem Ball im Ballbesitz spielen kann. Und ich will einfach Flanken haben mit einem Stürmer, der eine absolut geile Boxpräsenz hat. Das fehlt mir beim ersten FC Köln dieses Jahr komplett. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall deutlich eher zum Tragen kommen wird. Ob jetzt Schmidt oder Carstensen hier spielen, das passt dann so ein bisschen einfach aufs Spielsystem. Ich würde, wenn man diesen Flankenfokus setzen will, gerne mit Schmitz und Paccarada spielen, weil die einfach die höchstmögliche Flankenqualität und das höchstmögliche Flankenvolume haben. Paccarada war auch letztes Jahr jemand in der zweiten Liga, der ich glaube die meisten Flanken geschlagen hat. Also das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Man hat es nur bisher einfach nie nutzen können. Das wäre so ein bisschen meine Idee Nummer 1. Ist jetzt sehr banal, aber das fehlt mir einfach. Alles andere, was der 1. FC Köln gemacht hat, gefällt mir gut. Das Pressing ist gut, das offensive Anlaufen ist nicht verkehrt. Mir fehlt einfach so eine gewisse Struktur, die man immer mal wieder bringen kann, was die letzten Jahre, wie gesagt, gemacht haben. Das Flankenspiel ist komplett abhandengekommen. Deswegen, das wäre mein erster Vorschlag beim 1. FC Köln. Natürlich kann man auch in manchen Situationen auf ein 4-2-3-1 umstellen, mit Linden Meiner und mit Thiemann auf den Außen, die da ordentlich Dampf machen können und die Seiten beackern können. Das Potenzial hat man auch. Man kann auch, wenn man Florian Kainz jetzt mal ditchen will und eher über Dynamik kommen will, kann man mit dem Luca Waldschmidt spielen, der deutlich mehr, ich sag mal, technische Finesse und Gefahr aus dem Halbraum kreieren kann oder aus diesem Raum um den 16er, hat ja auch eine gute Fernschussqualität. Mit Marc Uth hast du jemanden, der sich sehr schlau bewegt, der um einen Stürmer herum, ähnlich wie Kevin Volland, sehr gut agieren kann. Also der Kader gibt eine Menge her und ich glaube, dieser Trainerwechsel war am Ende einfach, man musste es machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, egal wer da jetzt kommen wird, wenn der ein cooles Spielsystem etablieren kann und das aus dem Kader rausholen kann, was der Kader auch verdient hat, dann kann da eine deutlich größere Menge beim 1. FC Köln in der Rückrunde gehen. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn man Transfer tätigen kann, habe ich schon gesagt, würde ich Davy Selke ditchen und da einen richtig guten Neuner verpflichten und dann mal schauen, was beim 1. FC Köln in der Rückrunde noch funktionieren kann. Abschließende Kaufempfehlungen. Also ja, aus dem Block könnt ihr eigentlich jeden holen. Schwäbe, Hübers, Chabot, Martell. Das sind wirklich coole Spieler, auch für einen kompletten Kader, den man immer mal wieder reinschmeißen kann. Florian Kainz ist so ähnlich wie Maxi Arnold an einem absoluten Tiefpunkt. Also das kann auch ein Gamble sein, der sich cool auszahlt.
kommt halt, wie gesagt, sehr stark auf den Trainer an und was für eine Rolle er Kainz geben will, denn eigentlich ist er dieser Zehner, aber dann fehlt den Kölnern einfach die Außenpräsenz und du hast mit Waldschmidt, Uth und Kainz einfach genug Leute auf der Position, deswegen da natürlich der Trainer sehr interessant und wenn sie es schaffen, Neuner zu verpflichten, dann ist er für mich auch interessant, einfach wie gesagt durch das Flankenvolumen. So Freunde, kommen wir zur zweiten Mannschaft der heutigen Episode, die Mannschaft der Hinrunde kann man schon fast sagen, Bayer Leverkusen. Auf Tabellenplatz 1 ohne eine einzige Niederlage mit einem Torverhältnis von sage und schreibe 46-12. Das ist absoluter Wahnsinn, was die Werkself da in der Hinrunde hingezaubert hat. Ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir werden da auch gleich groß auf das Spielsystem eingehen, denn Leverkusen macht eigentlich alles super. Da gibt es ganz, ganz wenige Sachen, die es da auszusetzen gibt. Was natürlich jetzt ordentlich reinscheppern wird, ist der Afrika Cup. Da werden eine Menge Leute fehlen. Unter anderem Victor Boniface, Teller, Adli, Kosunu und Tabsoba. Und selbst Adli und Teller spielt da eine große Rolle, weil man die beiden immer als absolute Waffen von der Bank hatte. Da wird über 4 Wochen auf jeden Fall ein ordentlicher Kadereinbruch bei Leverkusen stattfinden. Und wir werden heute darüber reden, wie doll das letzten Endes auch einen Impact haben wird. Vorab natürlich immer noch mal kurz Transfers. Ich denke nicht, dass da großartig was passieren wird, um ehrlich zu sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Leverkusen ist da gut aufgestellt und ja, es kann sein, dass man einfach dieses Jahr so realistisch sieht, wirklich um die Meisterschaft mitzuspielen, dass man auch da jetzt nochmal Geld in die Hand nimmt. Ich würde aber erstmal nicht davon ausgehen, dass da tatsächlich auch transfertechnisch was passieren wird bei der Bayer 11. Das kann ich mir am Ende einfach nicht vorstellen. Dementsprechend lasse ich Transfers einfach mal komplett außen vor. Brauchen vielleicht einen Offensivmann, weil man wirklich mit Adam Lojek, den ich hier auch aufgelistet habe, als einzigen Spieler nochmal einen Offensivspieler zur Verfügung hat. Das heißt, wenn Hofmann, Schick oder Würz ausfallen, hat man nur Lojek als Ersatz. Da kann man eventuell noch was machen. Ich glaube es aber ehrlicherweise nicht, weil wenn alle wieder zurück sind, hast du ja 3 Offensivspieler, die nochmal dabei kommen. Ich glaube eher, dass man das dann mit einem Frimpong kompensieren sollte, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass da 2 Offensivsäulen im Januar wegbrechen, wovon man ja eigentlich auch nicht ausgehen kann. Dementsprechend Transfers kurz und knapp, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Zum Spielsystem selber. Ihr könnt euch jetzt Tabsoba für den Karp hier denken, ihr könnt euch Kostolou für Stane sich denken, Boniface für Schick. Es ändert sich nichts. Das Spielsystem, was Xabi Alonso dieses Jahr bei Leverkusen etabliert hat, ist der absolute Wahnsinn. Es ist unglaublich geil. Es gibt so 2, 3 Dinge, die die Mannschaft einfach total gut macht und wirklich ganz, ganz schwierig zu bespielen ist. Oder eigentlich ist alles schwer zu bespielen. Aber wir fangen mal hinten an. Radetzky spielt eine tolle Saison. Jetzt nicht der absolute Difference Maker, weil die Defensive so stark ist. Aber Radetzky macht auch, wie gesagt, er macht nichts verkehrt. Natürlich 2, 3 Fehler schon drin gewesen. Aber grundsätzlich eine grundsolide Saison. Die Dreierkette. Das ist für mich der erste Kniff, den Leverkusen dieses Jahr unglaublich eklig zu bespielen macht. Denn selbst wenn man dieses unglaublich präsente, ballbesitzorientierte Offensivpressing spielt, wo Frimpong teilweise hier auf dem linken Flügel zockt, Grimaldo eher so ein bisschen invers hier, Palacios, der sich zwischen den Ketten bewegt, Granitschaka. Und selbst wenn eine Mannschaft es mal schafft, hier eine Umschaltbewegung einzuleiten, hast du immer eine Flat 3, die da wirklich einen tollen Job meistert, die athletisch sind. Alle 3 haben ja ein Sprinttempo von mindestens 34 km/h. Also das ist einfach unglaublich ekelhaft, gegen diese Mannschaft in Transition-Phasen reinzukommen, bis nahezu unmöglich, weil Kosunu ist ein absoluter Sprinter. Jonathan Tah ist vielleicht auf den ersten Metern relativ langsam, aber ist auch der zweitschnellste Spieler bei Leverkusen, was den Topspeed angeht. Und auch Tabsoba hat eine tolle Athletik. Das wird jetzt natürlich im Januar ein bisschen wegbrechen, aber auch Hinkapje hat eine tolle Athletik, Stanisic hat eine tolle Athletik, wobei Stanisic da noch so ein bisschen rausnehmen würde, der wird für mich eher so ein bisschen clunky, aber das werden wir sehen. Trotzdem, du kannst mit dieser Dreierkette, wie du sie die ganze Zeit gespielt hast, so unfassbar viel abfangen, dass Umschaltbewegungen einfach wahnsinnig ineffektiv sind. So, das ist der Stichpunkt Nummer 1, dann die Kreativität aus dem Mittelfeld, also da muss ich glaube ich nicht großartig was erzählen. Ich sage jetzt mal, Frimpong ist eher der Abnehmer, Boniface, Schick sind eher die Abnehmer. Aber wenn du Würz, Hofmann, Palacios und Grimaldo im Spielaufbau hast, die hier ein fluides System spielen, was der absolute Überwahnsinn ist, es ist so gestört, Freunde. Also jeder, der, ihr werdet alle Spiele von denen gesehen haben, jeder, der sich mal die Spiele angesehen hat, das Positionsspiel, das Spiel untereinander, das Interplay ist irre. Du hast hier wirklich eine fluide Motion, Xhaka der Einzige, der so ein bisschen hinten drin bleibt. Aber alle 4 Spieler hier tauschen ständig Positionen, verwirren den Gegner, laufen durcheinander. Es ist nahezu unmöglich, das zu decken.
und irgendwann ergeben sich die Räume, dann kannst du schnell umschalten. Frimpong ist eine absolute Waffe im 1 gegen 1, es ist gestört. Also es gibt keine Ansätze, das zu verteidigen, außer in einem absoluten Low-Block zu stehen, 5-4-1 und wirklich, ja, so ein bisschen, wir parken den Bus und beten, weil sonst ist das gefühlt unmöglich zu bespielen. Du kannst einfach nichts gegen diese Leverkusen-Elf machen, das ist kompletter Wahnsinn. Dann hast du jetzt mit Boniface jemanden gehabt, der noch dazu eine Physis, eine 1 gegen 1 Qualität, eine Abschlussqualität mit, lass mal ein bisschen außen vor, aber der auch, normalerweise hast du in solchen Spielsystemen dann immer den Neuner, der die Bälle wegmacht, aber Boniface ist auch jemand, der selber kreiert, hat ja auch schon 5, 6 Assists gesammelt in der Saison. Diese Mannschaft ist so irre, Freunde. Ich könnte hier noch 6 Stunden lang irgendwelche Lobeshymnen raushauen. Es macht so unfassbar Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Granit Xhaka entwickelt sich so ein bisschen zum einen der besten Sechser und einem der besten Deepline-Playmaker der Bundesliga. Einfach gestört. Leverkusen macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ja, ich glaube, da können wir auch direkt zum Fazit kommen, weil was soll ich euch noch großartig erzählen? Ich habe schon so viele Videos Leverkusen dedicated und immer wieder drüber geredet, wie gut die sind. Wie sieht es jetzt aus mit dem Afrika-Cup? Wird der einen Impact auf Leverkusen haben? Ganz ehrlich, kurz und knapp, ja, aber in einem Ausmaß, das überschaubar sein wird. Ich schaue mir mal gerade parallel mit euch schön die Gegner hier an, die man im Januar hat. Also man spielt hier, ich weiß gar nicht, ob das ein Testspiel ist oder nicht. Man spielt auf jeden Fall, wo die meisten fehlen werden, gegen Augsburg, Leipzig, Gladbach und Darmstadt. Ganz ehrlich, Augsburg und Darmstadt, no chance. Und auch Gladbach, da hat man ein Heimspiel. Gladbach ist auch nicht die Mannschaft dieses Jahr. Das einzige Spiel, wo man, denke ich, definitiv Probleme haben wird, ist das Spiel gegen Leipzig, vor allem, weil es in Leipzig stattfindet. Die haben ja auch in der Hinrunde bereits ganz gut Paroli geboten, wobei da das System noch nicht so wirklich eingespielt war. Das war ja ein knappes 3-2 in der Bayer-Arena. Ich glaube, in diesen Spielen wird das gar nicht so doll zu Gewicht kommen. Das heißt, diese Mannschaft wird das kompensieren und wird diesen Stiefel weiterspielen, denn, und das ist das ganz Wichtige, Xabi Alonso ist der Mann. Er ist einfach der absolute Unterschiedsmann in dieser Mannschaft. Du könntest da gefühlt reinstellen, wen du magst. Das Spielsystem ist unglaublich gut. Und das Ding ist, die absoluten Säulen brechen für mich nicht weg. Kostunu, Tapsoba, super wichtig, aber die kannst du zumindest mal zu 70-80% mit Hinkapi und Stanisic kompensieren. Und Patrick Schick, ich sehe es anders, aber viele von euch würden sogar den Case machen, dass da jetzt der bessere Stürmer vorne drin steht. Also ganz ehrlich, am Ende wird das nicht so doll zu Gewicht tragen. Erst dann, wenn sich einer der Leistungsträger verletzen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, kann das einen Impact haben. Ansonsten wird Leverkusen genau diesen Stiefel weiterspielen. Sie sind weiterhin mit Bayern zusammen die beste Mannschaft in Kickbase und mit Stuttgart. Und viel mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen. Diese Mannschaft ist extrem geil, macht wahnsinnig viel Spaß und wir hoffen alle, dass sie dieses Jahr potenziell einen Shout für die Meisterschaft haben können. Das war's mit Kadercheck Nummer 2. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Bevor ich es vergesse, Kaufempfehlung eigentlich alles. Auch die Bankspieler, das heißt ein Logic kann man sich eintüten. Man kann sich eigentlich alle zweite Reihe Spieler eintüten, weil da wirklich mit 6 Spielern ein großer Stamm der Mannschaft wegbricht. Also könnt ihr euch wirklich alles mitnehmen. Das war's auf jeden Fall mit dem Kadercheck Nummer 2. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns dann ja wahrscheinlich am Montag wieder zum nächsten Kadercheck oder zu einer Tierlist. Mal schauen, was mir da in den Sinn kommt. Viel Spaß damit, Freunde. Haut rein, bis dann. Und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.